Herr Kückes, ganz herzlich willkommen hier auf Digitaler Start. Ich spreche heute, meine Damen und Herren, mit Ansgar Kückes. Er ist Chief Architect für den Public Sector Bereich beim Unternehmen Red Hat. Ihnen sicherlich bestens bekannt, unter anderem auch wegen dieses roten Hutes, den wir hier auch auf dem Sofa liegen haben. Ja, ich freue mich, dass Sie die Zeit haben, hier auf dem grünen Sofa mit mir zu sprechen. Wenn man sich hier die Diskussion auf dem Kongress anguckt, nicht nur beim OZG wird es immer deutlicher, dass der flächendeckende Ausbau einer einheitlichen, nutzbaren, stabilen und noch sicheren IT-Plattform sich nicht so leicht realisieren lässt, wie man das vielleicht ursprünglich mal angenommen hatte. Woran kann das nach Ihrer Meinung liegen, Herr Kückes? Ja, vielleicht vorab erstmal, ich freue mich sehr, dass heute die Möglichkeit besteht, tatsächlich hier live auf dem digitalen Start und das vor allen Dingen in Präsenz tatsächlich noch so mal so ein Interview zu führen. Also ich hatte schon fast die Befürchtung, dass es jetzt wieder so eine Office-Interview hinausläuft, mit reinbringen können. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor 2 Jahren, der letzte digitale Start, da fing alles an. Da haben wir schon angefangen, uns so zu begrüßen. Da haben wir schon überlegt, müssen wir jetzt Maske tragen oder müssen wir nicht Maske tragen? Und dann ging es richtig los mit dem Lockdown. Und ich freue mich sehr, dass wir heute so zusammenkommen können und dass wir dieses Format wieder aufnehmen können. Und komme gleich dann zu Ihrer Frage. Also vielleicht muss man vorab mal sagen, die Energie, die OZG so in den vergangenen Jahren entwickelt hat und das gerade auch während der Pandemie, die ist beachtlich, die ist erfreulich und das stellt für sich schon mal einen riesen Erfolg dar. Ich würde das jetzt auch nicht in Zahlen messen, von wegen wie viel wir jetzt erreicht haben, jetzt wie viele Leistungen tatsächlich umgesetzt sind. Das Entscheidende ist, dass wir losgelaufen sind und dass wir uns zusammenbringen an dieser Stelle und tatsächlich was entwickeln, wo wir sagen, das wollen wir. Die Frage ging jetzt aber in Richtung Plattform. Wir waren recht erfolgreich in den Digitallaboren. Wir haben Prozesse entwickelt. Wir haben teilweise auch nochmal einen Blick bekommen auf das, was tatsächlich so Aufgabe der Verwaltung ist und wie wir es machen. Aber wir haben das vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil wir normalerweise gewohnt sind, dass wir einen IT-Dienstleister haben, wo wir vertrauensvoll unsere Fachanwendungen übergeben können. Aber die Ansprüche sind ein wenig gestiegen im Rahmen von OZG. Wir sagen nicht mehr, wir wollen das einfach nur zum nächsten IT-Dienstleister geben, so wie wir das früher gemacht haben, sondern wir wollen gerne einheitliche Plattform haben. Wir wollen gerne die Möglichkeit haben, Cloud Computing zu nutzen, Containertechnologien zu nutzen und Ähnliches. Und ich glaube, vielleicht haben wir die Herausforderung doch ein bisschen unterschätzt. Wo könnte hier die Lösung liegen und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang vielleicht auch die sogenannten Hyperscaler? Ja, das ist natürlich ein Dauerthema, also gerade auch hier auf dieser Veranstaltung. Also das jetzt einem Hyperscaler zu übergeben, das wäre möglicherweise tatsächlich die einfachste Lösung. Jetzt haben wir aber gesagt, na gut, die Ansprüche sind hoch, wir wollen keinen Vendor-Lock-In haben. Wir wollen gerne auch den bestehenden IT-Dienstleistern eine Rolle zuweisen innerhalb dieser ganzen Thematik. Dort ist auch ein Großteil der Kompetenz tatsächlich auch verortet, die ein Hyperscaler jetzt von der fachlichen Seite aus ja gar nicht mitbringt. Mhm. Ja, letztendlich ist es aber so, es kann natürlich, also wir können es uns nicht leisten, auf die Möglichkeiten verzichten, die da sind, aber wir wollen eben letztendlich nicht nur einen Anbieter haben, sondern wir wollen die Möglichkeit haben, mit mehreren unterwegs zu sein. Und so aus der Erfahrung von Red Hat kann ich vielleicht mal ein bisschen mal erzählen, also wir haben schon vor sehr, sehr langer Zeit diese Thematik bei uns gesehen und haben uns sehr früh darauf gesetzt, mit allen wichtigen Hyperscalern dort unterwegs zu sein. Das heißt, was die Red Hat macht, das läuft auf allen wichtigen Hyperscalern und bietet dann wiederum eine eigene Basis für Cloud Computing, für Containertechnologie, auf die man aufsetzen kann, um dann wiederum sozusagen alle Hyperscaler zu nutzen in einer Cloud. Und das läuft nicht nur auf den Hyperscalern, sondern das läuft auch bei den IT-Dienstleistern auf den verschiedenen Verwaltungsebenen. Sei es jetzt ein ITZ-Bund, ein Dataport, ein ITDZ Berlin, dort ist zum Beispiel OpenShift im Einsatz, was schon sozusagen die Abhängigkeit auf der technischen Ebene von einem Hyperscaler schon ein Stück weit relativiert. Digitalisierung muss im Prinzip momentan alle Probleme auf einmal lösen. Ne? Ist das überhaupt möglich? Überheben wir uns da nicht oder müssen wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Fokussierung vornehmen? Ich würde mal sagen, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Also man muss gerechterweise sagen, dass wir tatsächlich uns ein bisschen schwer getan haben am Anfang. Ich erinnere noch an die Anfänge mit Deutschland Online, Media.com, Digitalisierung. Die Erkenntnis war schon früh da, dass man was tun sollte. Aber wir haben uns tatsächlich über die Jahre ein bisschen schwer getan, über die Verwaltungsebene hinweg und auch in unseren föderalen Strukturen uns hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen und zu einer entsprechenden Zusammenarbeit zu kommen. Das ist keine einfache Geschichte in einem Land, was so föderal bestimmt wird wie wir. Föderalismus ist erstmal etwas sehr Gutes,
Aber man hat sehr, sehr viel an IT tatsächlich in diese föderalen Themen hinein interpretiert. Das steht ja nirgendwo geschrieben, wie, dass es jetzt so sein muss, aber es war nun mal so bei uns. Mhm. Das heißt, wir mussten uns da am Ende ja doch ein bisschen dann zusammenraufen. Aber das ist gerade im Zusammenhang mit den verschiedenen Stufen, EU-Dienstleistungsrichtlinie, jetzt das OZG. Wir sind jedes Mal ein Stück weitergekommen. Wir gehen nicht zurück, sondern wir kommen immer weiter. Und ich glaube, das ist das Positive an dieser ganzen Entwicklung. Mhm. Jetzt darf man nicht glauben, dass man jetzt Digitalisierung per Gesetz verordnen kann. Ich glaube, da können die Juristen drauf kommen, auf so eine Geschichte. Aber man muss letztendlich auch anerkennen, also dass wir als Deutschland dort eine ganz besondere Aufgabe haben, aber dann am Ende erfahrungsgemäß durchaus auch nachhaltiger mit unseren Lösungen unterwegs sind. Und ein bisschen zu sehen, wie die anderen das machen und davon zu lernen, dass es jetzt nicht grundsätzlich komplett verkehrt. Welchen Beitrag kann Enterprise Open Source im Blick auf die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung in Deutschland leisten? Wollen Sie leisten? Ja gut, also man hört das ja jetzt in aller Ordnung. Das freut uns als Retter natürlich auch sehr, weil wir mit dem Thema 100% Open Source, und darum geht es letztendlich, also nicht ein bisschen Open Source zu machen, nicht mal tatsächlich 90% Open Source, sondern im Grunde genommen hat man ja die Freiheit nur dann, wenn man tatsächlich alles, was man braucht, als Open Source zur Verfügung hat und damit dann unterwegs zu sein. Das ist so ein bisschen unser Credo, mit dem wir unterwegs sind. Aber was Open Source betrifft, muss man auch mal sehen, dass Open Source eigentlich nichts Neues ist. Wenn man sich mal betrachtet, was tatsächlich so in den Rechenzentren der öffentlichen Verwaltung steht, das ist zum allergrößten Teil Open Source. Fast alle Server laufen inzwischen auf Open Source. Und nicht nur die Betriebssysteme sind Open Source, sondern die Datenbanken werden zunehmend Open Source. Die Middleware ist schon lange Open Source. Wenn man sich jetzt mal den Cloud- und Containerbereich anschaut, dort spielen die proprietären Lösungen heutzutage inzwischen wirklich nur noch eine Nebenrolle. Das ist, die Entwicklung geht sowieso dahin. Das heißt, die Diskussion, wenn wir sie heute mal ein bisschen genauer betrachten, die geht eigentlich ein bisschen mehr, rankt so um das Thema Arbeitsplatz. Mhm. Ja, ist der Arbeitsplatz, soll er jetzt auch Open Source werden? Und da haben wir tatsächlich so ein bisschen so die Unterscheidung zwischen dem, was wir Enterprise Open Source nennen, das, was schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Einsatz ist, wofür man natürlich einen professionellen Support braucht, ein professionelles Training braucht, professionelle Updates benötigt und natürlich schnelle Security Fixes, alles, was man von einer professionellen Software erwartet, das ist ja alles schon längst da in diesen Bereichen. Bei dem Arbeitsplatz kann man das eigentlich fast ein bisschen entspannt sehen, weil der Trend geht sowieso dahin, dass die Arbeitsplatzfunktionen früher oder später in Richtung Cloud wandern. Das heißt, es ist gut, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, aber das Thema Open Source ist heute schon überall sichtbar, ist der größte Enabler, den wir im Moment gerade haben. Und am Ende kann man eigentlich nur sagen, ja, legt dem vielleicht keinen Stein in den Weg, die beste Software wird gewinnen. Und also wir von Reddit, wir sind der festen Überzeugung, und ich glaube, da spreche ich auch für den einen oder anderen Mitbewerber, der auch in diesem Bereich unterwegs ist, dass in Open Source im Moment die Innovation stattfindet, dass Open Source viele Probleme erlöst, gerade im Bereich der Interoperabilität, im Bereich des Customizings. Und geht es um ein deutsches Unternehmen, geht es um ein amerikanisches Unternehmen oder wie auch immer, am Ende nein. Wo kommt der Code her? Der Code ist öffentlich, der wird von allen gemeinsam erstellt. Es kommt letztendlich darauf an, dass alle auch ein bisschen mitarbeiten. Da kann die Verwaltung noch etwas lernen, wie man die Community für sich nutzt. Das sehen wir zum Beispiel im Bereich Dataport, dass dort schon sehr intensiv sich mit den Community-Themen auseinandersetzt. Das freut uns sehr, weil wir kennen diese Prozesse und wir wissen, dass es am Ende innovativer, schneller und erfolgreicher ist, als man das im proprietären Bereichen hat. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.